Guten Tag, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Formel 1. Die Qualifikation wieder mit dem Daru, Kundran, Nils, dem Hitcher, den Dirty Teddy, Panda und den Holmes. Guten Tag. Hallo. So, jetzt haben wir erstmal die Reifen ausgewählt hier. Wo sind wir? Welche Strecke? Russland. Russland. Das wird interessant werden. Welches berühmte Computerspiel kommt aus Russland, Manus? Das ist eine gute Frage. Ach komm, das kennst sogar du. Kann man das denn sogar ich? Das ist das Spiel ist das was? Tetris. Mensch. Tetris? Ja. Tetris kommt aus Russland. Tetris kommt ursprünglich aus Russland. Okay. Hast du aber nicht gesagt Computerspiel? Computerspiel ist das allgemein. Hast du jetzt gesagt, welches berühmte Gameboy-Spiel? Ne? Das hätte ich gleich gewusst. Doch. Der Verlierer muss eine Runde Tetris auf dem Kanal hochladen. Es gibt echt gute Tetris-Spiele. Was heißt ein Verlierer? Du. Also Manus. Manus morgen. Sag dann gleich ich. Komm. Alle, die hinter Manus sind, müssen Tetris hochladen. Oh, das wird interessant. Das ist Challenge also accepted. Kein Video geben. Challenge accepted, my friend. Also wenn Manus nicht rausfliegt, dann bin ich hinter ihm vermutlich, aber... Da sind doch zwei noch vor mir raus. Doch, ich geh jetzt erst noch zur Strecke hier. Das geübt, ja? Ja, das stimmt. Das wollen wir mal. Ich nicht. Das stimmt. Heimlich geübt. Ja, boah. Aber du bist schon eine gesamte Saison gefahren. Nein. Also zwei schon? Zwei schon. Wir hängen bei den, aber nicht in dieser, in Formel 1 2017. Und das ist wirklich anders. Oh Gott, da Oh Gott. Lol, ich hab Verstappen in der Bucht. Kein Problem. Boah, wie alle rausfahren, ey. Oh nein, Hamilton. Hemsen. So. Ich hab das Gefühl, ich hab alles wieder vergessen. Ja, das ist, ja, geht mir auch so. Schlecht. Ja, aber ich bin die Strecke von einer halben Stunde gefahren. Deswegen warst du zu unseren Aufnahmen nicht da. Viel Verkehr verstecken. Wildlands. Ihr habt Wildlands gespielt? Wir wollten. Haben eine Runde mit Randoms gespielt und sind gelieft. Hat er keinen Drohnenpilot? Wir hatten einen zweiten Sprop. Da! Kapuze und? Manus. Ich wollte gerade sagen, wir müssen mit Manus spielen. Was ist mit mir? Manus, hast du mal den PvP-Modus von Wildlands gespielt? Weil du hast es ja. Ich habe Wildlands. Die Kampagne haben wir gemacht. Ja, aber macht mal den PvP-Modus von Wildlands. Das wird euch echt gefallen. Was ist denn das? 4 gegen 4, aber halt richtig strategisch mit, weil du ja deine. Oh, okay, Chad, du bist raus. Ich glaube, ich bin raus. Das war mein Fehler. Okay, ja, freue mich. Oh Gott! Ich mach's da nur fast nach. Okay, erzähl weiter. 4 gegen 4 PvP. 4 gegen 4 PvP halt auf ja, bekannten Abschnitten aus dem Game halt. Und es geht halt darum, das gegnerische Team zu töten. Und du hast halt 12 unterschiedliche Klassen, so ein bisschen Rainbow-mäßig, von Drohnenaufklärern, Scharfschützen und so weiter. Und du musst halt wirklich taktisch vorgehen, also weil du halt hast 1000 Bäume, hinter denen du dich verstecken kannst und Büsche und Häuser. Ja. Ziemlich nice, also das ist wirklich geil. Jetzt muss ich eine ganze Stunde zuschauen. Wie, bist du kaputt? Ja, ich bin kaputt gegangen. Echt? Guck mal hier den Maros zu. Nein. Ah, ist blöd. Ich hätte gern eine einzige Runde wenigstens gefahren. Ich laufe jetzt auf keinen auf. Bist du gerade aus der Box raus? Nee, aber ich mache jetzt gleich eine schnelle Runde. Das ist Sekunde am Ende. Maros, oh, come on! Sein, glaube ich. Halt echt eben trainiert, das lief viel besser. Ich verstehe. Ja, ja, Dalu, stell dir mal irgendwas ein. Wieso? Einstellungen? Also, wenn ihr euer Training auf alles automatische Hilfen anmacht. Das Gefühl hatte ich ganz am Anfang, ja. Autopilot an, ja. Autopilot, ja. Da, wer ist denn hier führender aktuell? Noch gar keiner. Der Stoffel. Der Magnus. Ja, du. Ah, scheiße.
Aber ich kann die Strecke auch noch fällen lassen, ey. Aber wenigstens kenne ich die Strecke. Ich bin da nicht gern dir vorbei, ich muss. So. Ja, ah, oh, fuck, da ist die Box. Box bevor dir das Benzin ausgeht. Boxen war da nicht mal ein Tunnel? So eine Überführung? Ja, kurz vor dem letzten Kurven hast du eine kleine Brücke, wo du drunter passt. Ah, da wo man, ja, da ist sie, da wo man. Manus kürzer auf jede Kurve. Du bist jetzt auf B2 und startest zur Zeit aus der ersten Reihe. Wenn das so weitergeht, stelle ich auf streng, ja? Streng! Dann jawohl, Herr Lehrer. Dann nicht mehr eben. Nee. Komm ich nochmal raus. Wer hinter mir ist, bitte Bescheid sagen, damit ich aus dem Weg kann. Wo bist du denn? Oh, pack die scheiß Reifen doch nicht erst ein, die nehmen wir eh gleich wieder ab. Ich bin gerade in Sektor 2 rein. Dann bin ich hinter dir. So, okay, dann fahre ich jetzt mal auf Standard in Vollgas, dann rufe ich mal die Box rein. Reifen ausfahren. Das war. Ich kenne die ganzen. Ist das nicht ein TV-Total-Clip? Ja, aber wo kam es dann wieder her? Ich kenne die ganzen Sound halt auch noch aus wirklich alten WoW-Soundboards, wo du über 2000 Soundfiles hattest, die du alle kennst, ja, aber die schon 100 Jahre alt sind. Hitcher könnt die kennen. Nein, Spaß. Ja, toll, jetzt muss ja erstmal ein Teamkollege reingekarrt werden. Wieso ist er denn jetzt hier? Wie lange geht das Qualifying noch? Ah, da, 6 Minuten. Ich glaube, da machen wir was zu essen. War vorbei. Ist gerade so. Pitcher? Ja. Du bist gerade geradeaus in die Wand gefahren. Nee. Ich hab keinen Sprit mehr. Echt? So, warte mal, was sagt man hier? Boxenstopp. Achtung mal, das bin hinter dir. Boxenstopp. Krieg ich nicht. Leider Bonus noch nicht drin. Du kannst vorbei, ich bin okay. Die langsame Runde, hau okay. Nochmal andere Reifen drauf und dann ist alles gut. Wie ist es denn jetzt aktiviert? Boxenstopp. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Oh. Ah, das war nicht gut. Aber versuch es gleich noch. Geht noch besser. 1,36. Ja. 1,36 ist schon wurscht. Ja. 1 Money. Für dich schlecht. Ah, ich kann die Reifen noch gar nicht mehr auswählen. Ich depp. Boxenstopp. Na, okay, wieso kann ich. Das kann man sonst machen. Doch, geht. Naja, wenn ich auf Setup drücke, dann kriege ich keine neuen mehr. Pack bei mir Regel. So. Ja gut, dann geht noch was. Okay. Den alten. War der kein Unterschied bei den drei Dingern. Müssen wir hier nicht in die Box? Ja. Wir hatten ja jetzt in die Box aber nicht blau markiert. Okay, sei es drum. Ja, viel Sprit war nicht mehr drin, hab ich gehabt. 4 Minuten, könnte ich noch eine schnelle machen. Ja. Jungs, dich aber mal ein bisschen ausmähen hier. Eddie, wie ist deine Zeit? 35.000stel hinter dir. Okay, da muss ich nochmal ran. Ja. Komm, pack die Dinger ein. Übel, oder? Ja. Oh. Decker dran, ein Rumgefummel hier, ey. Ja. Du willst die Reifen halt sowieso nicht mehr fahren. Ich mache noch mal eine Runde. Komm,
Komm, go raus. Was habt ihr für eine beste Runde? 1,36 noch was. 1,36? Ja. What? 1,40 bin ich gefahren? 1,36,9. Doch nicht normal, ey. Jetzt mal ohne Mist. Bin 1,40 gefahren. Da müsst ihr dann 1,38. Oh, gut. 1,40 wird ein kaputten Flügel. Ja. Oder 2 Minuten 30 und eine schon. Schnelle Runde. 38,3. Sagen, ey. Fahr dem noch ein. Ist da nicht der Ernst? Das, die Runde so langsam war, hätte ich nicht gedacht. Achso, da Luca ist ja draußen. Ja, die auf der Strecke sind, weiß nicht, wie viele. Das kannst du vergessen. Oh Gott. Oh Gott. Und der Frontflügelschrott. Jawohl. Das ist aber richtig geil. Hier steht ja, wer in der Outlap und in der Innen, also in der Outlap ist. Harry. Der Hitcher steht die ganze Zeit in der Box. Ja, ja, ich hab meine Runde gefunden. Nein, auf wie viele NPCs hab ich da einen auf? Ich hab Marius nicht erholt. Also ab jetzt lohnt es nicht mehr rauszufahren. Ja. Ja. Dann schon ich lieber die Reifen. Scheiße. Der knickt doch gleich sowieso wieder ab. Der kann keine schnelle Runde fahren. Was sagst du? Der knickt doch bei dir gleich sowieso wieder ab. Wer knickt? Alter. Boxenstopp. Ja, genau. Meld schon mal die ganzen Boxenstops an. Ich fahr rein, ach, für mich ist erledigt, Qualifying. War ein schlechtes Qualifying. Wäre nicht so einfach hier so viel Platz zu machen, wenn die auf einmal vier auf einmal kommen, ey. Ich hab mal eine Frage, weil ich es immer noch nicht verstanden habe. Und zwar, ich habe jetzt meine schnellste Runde gefahren mit dem Satzreifen, den ich vorher drauf hatte. Wie, dann nimmst du den. Du nimmst den Satzreifen, mit dem du die Zeit gefahren bist. Mist, ey. War das jetzt kacke? Ich glaube, die Boxeneinfahrt ist ganz schön gefährlich. Ja. Jetzt haben wir mal bitte freie Fahrt. Bin gespannt, welche Platzierung ich habe. Bis zum vierten noch. Bis jetzt vierter. Und okay. Wenn Holmes und Kundra, also Kundra wird nicht mehr fahren, nur Holmes kann die neu überholen. Ja, also ich bin durch. Meine eine bezeitete Runde hier. Oh, Kundra. Ja, ich hab gewartet. Die gefühlt gar nicht so schlimm war, aber 1,40,0. Ja. Okay. Ja, wenn du dich jetzt mit 1,5 Sekunden hinter Hitcher. Dafür, dass ich keine wirklich schnelle Runde gefahren habe, geht ja die 1,39. Welche Farbe Reifen? Lila. Könnte sein, dass du zweimal stoppen musst dann, wenn du sagst, die Reifen sind gut kaputt. Oh. Ja, ich glaube 7% ist ja keine richtig schnelle Runde. 1,35,8. Also ihr zwei habt einen Schaden da vorne, ey, ganz ehrlich. Ach, da geht doch. Ich bin Panda 8er, ja. Boah, schneller runter als Panda, sehr gut. Na gut, ich hab die letzte Runde jetzt vertan. Bin beim Menü verhakelt. Hab ich's? Ah, nein. 1,36,0. Ja, nicht annähernd. Schade. Na gut. Ich bin ja nur 4 Sekunden langsamer als Teddy. Ja, dann noch 10. Wenn ich jetzt einen guten Start habe, kann ich bestimmt auf den 10. gehen.